Detektor FM Karriere, präsentiert von academics.de, dem Online-Stellenmarkt für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung. Das Internet wird immer wichtiger. Das hat mittlerweile wirklich jeder begriffen. Das gilt auch für Bewerber und Personalchefs. Die einen googeln standardmäßig jeden Kandidaten, die anderen arrangieren penibel die Spuren, die sie im Netz hinterlassen, um möglichst vorteilhaft dazustehen. Viele denken, wer seine Karriere vorantreiben will, der darf sich im Netz keinen Fauxpas erlauben. Doch ist das wirklich so? Das frage ich Svenja Hofert. Sie ist Autorin mehrerer Ratgeberbücher und schreibt auf ihrem Blog über Karrierethemen. Schönen guten Tag, Frau Hofert. Ja, guten Tag. Ja, es wird ja immer gleich das Schreckensszenario gezeichnet vom Personalchef, der einen Bewerber wegen eines Partyfotos auf Facebook dann doch nicht einstellt. Was ist da dran? Also ich halte das für eine ziemlich deutsche Denkweise. Man darf auf Partys gehen. Ne? Also ich finde es auch nicht problematisch, wenn man bei Facebook irgendein Partyfoto hat. Es wird halt nur ein Problem, wenn man nur noch sowas findet im Internet. Und wenn es halt nicht passwortgeschützt ist und wenn ja, sie auf 100 Partyfotos mit 1000 Frauen zu finden sind. Ne? Also dann, naja, wird's kritisch, aber ansonsten denke ich, das ist sehr deutsch, alles so eine Reinheitsgebot. Ne? Man soll einen reinen Auftritt im Internet, so wie dieses geschliffene Foto, das kennt man in anderen Ländern überhaupt nicht in dieser Form. Und ich finde, das ist auch oft ganz doll übertrieben. Jetzt gilt ja Netzwerken allgemein als wichtiges Werkzeug für die eigene Karriere. Wie wichtig sind denn dafür soziale Netzwerke heute im Jahr 2012? Also ich finde sie extrem wichtig und ich denke, die Relevanz wird weiter zunehmen. Die wird zunehmen auch fürs interne Networking, auch wenn man zum Beispiel innerhalb eines Konzerns, eines Unternehmens Kontakte halten, aufbauen will, nach außen und so weiter. Und sie wird einfach für die eigene Karriere, glaube ich, bin ich überzeugt, das zentrale Sprungbrett sein. Im Moment sind die Top-Manager zum Beispiel nicht bei Facebook zu finden. Aber die jungen Leute haben mit 16 300, 400 Kontakte. Wenn die mal ins Entscheideralter kommen, und man sieht das jetzt schon bei den, sagen wir mal, 28, 29, 30-Jährigen, die ja jetzt, weiß ich, Abteilungsleiter zum Beispiel sind, die sehen das komplett anders, die entscheiden komplett anders und die suchen sich zum Beispiel ihren Nachwuchs auch im Internet. Und das wird mit Sicherheit zunehmen. Aber sind da wirklich soziale Netzwerke wichtig, auch für den beruflichen Werdegang? Es kommt ein bisschen im Moment auf den Bereich an, in dem ich tätig bin, also Marketing, HR, also Personal, Public Relations und diese Bereiche ohne Internet, das geht gar nicht. Ne? Das ist, kann man sich nicht leisten. Als Ingenieur, Maschinenbau, der irgendwo in einer kleinen Firma, hat man vielleicht im Moment nicht in dieser Form nötig, weil man hat sowieso genug Angebote. Ich glaube aber auch, dass in Zukunft dieses sich ganz fernhalten aus dem Netz schwieriger sein wird. Also es gibt Bereiche, da ist es ein Must und es gibt Bereiche, naja, da braucht man es noch nicht unbedingt so. Wie sieht es denn mit jungen Wissenschaftlern aus? Das ist ja auch immer so ein Thema. Ja, absolut. Ne? Also man muss sich nur angucken, Udacity, also die ganzen neuen Angebote. Es geht ja immer mehr auch über Vermarktung im Internet und die Verzahnung mit den Social Media ist so stark, dass man das als Wissenschaftler meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr ausklammern kann. Wie kann ich denn Xing, Facebook und Co. dann tatsächlich richtig nutzen, um meine Karriere voranzutreiben? Also was muss ich da beachten aus Ihrer Sicht? Also ich würde mir erstmal überlegen, was will ich da im Internet? Welchen Sinn und Zweck hat das? Bin ich bereit, mich drum zu kümmern? Also ich sehe oft Auftritte, sie sind so verwaist und wenn man das macht, so ein Background-Check nennt sich das, ne? So wenn der Personaler sich tatsächlich hinsetzt und googelt, dann sieht man irgendwie ein komisches Foto oder vielleicht gar nichts und man sieht vielleicht Fehler und ein liebloses Xing-Profil. Da würde ich eher sagen, ganz die Finger von lassen. Also entweder die Entscheidung treffen, ja, ich mache was auf ein, zwei Plattformen und ich kümmere mich drum, oder raushalten. Gerade wenn es jetzt um Xing, LinkedIn und die Business-Plattform geht. Was jetzt so Facebook anbetrifft, da denke ich, muss man das für sich selber überlegen und da gibt es immer mehr, ist es eigentlich nicht erlaubt, machen trotzdem viele unter falschen Namen oder nehmen dann ihren Mädchennamen oder irgendwie einen anderen Namen und das muss man sich überlegen. Ne? Aber bei den Business-Networken würde ich sagen, ganz oder gar nicht. Gibt es denn sowas wie das optimale Online-Profil oder muss da wirklich jeder für seine Branche und für seinen Bereich, in den er will, seinen eigenen Weg finden? Genau, das ist viel mit der Bewerbung. Das ist also Blödsinn zu sagen, das muss jeder gleich. Es sollte natürlich
irgendwo ein halbwegs vernünftiges Foto sein, in dem Sinne, dass es branchenspezifisch passt, dass es eine gute Auflösung hat. Es sollte ausgefüllt sein, das Profil, also sowas mit nur einem Wort oder ja eben dann zum Beispiel mit Fehlern ist keine gute Idee. Aber ansonsten gibt es jetzt Xing und LinkedIn spezifisch ein paar Regeln. LinkedIn würde ich eher Englisch machen. Ansonsten, der Kreative muss ein bisschen kreativer rüberkommen als der Nicht-Kreative. Das heißt, der Kreative braucht vielleicht auch lieber einen YouTube-Kanal oder so? Zum Beispiel, ne? Vollkommen vergessen. YouTube, unterschätzt, sollte auch mit rein, ja. Das sagt Svenja Hofert über soziale Netzwerke und ihre Bedeutung für die Karriere. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Danke, bis bald. Tschüss. Detektor FM Karriere, präsentiert von academics.de, dem Online-Stellenmarkt für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung.